So, und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Skyrim mit mir oder Julia auf dem, auf meinem Kanal. Und wir werden jetzt, wir suchen jetzt die Höhle von Julia. Moment, müssen wir den Brise, der Chat fragt gerade, und beschwören. Das Schädelpferd. Meinst du hier den, das ätrische Pferd oder was? Nee, das stürzt bei Julia der Klient ab. Diese ganzen CC-Content-Sachen. Also alles, was hier Anniversary Edition oder CC ist, also Creation Club, das ist alles ein bisschen buggy. Da vorne ist Julia. Komm mit Ayela. So. Ja, nee, das ist, finde ich, der Stream ist noch nicht beendet. Wenn ich den Stream beende, dann beende ich den richtig mit Verabschiedung und so. Das ist, wir nehmen das im Autodirector-Modus auf. Das heißt, ich nehme das alle 30 Minuten ungefähr, schneidet der OBS automatisch ein Endscreen und dann ein Intro. Und dann habe ich dann die komplette Folge und brauchst du quasi nur noch hochladen. Thumbnails machen, Beschreibung und so. Das kostet trotzdem alles noch Zeit. Nur ich spare unglaublich viel Renderzeit, weil es ja im Endeffekt schon gerendert ist. Dadurch, dass das ja die Aufnahme jetzt hier mitläuft. Und hat sich eigentlich so eingebürgert. Nehmen fast jedes Let's Play so auf. So kann sie einmal habt, so hat er, so ist, sind die geneigten Stream-Zuschauer dann immer direkt an dem Entstehungsprozess von dem Let's Play beteiligt. Finde ich eigentlich eine geile Sache. So, Weino und Stern entdeckt. Ich aber auch noch nicht. Hier ist so ein Eisgeist. Eisgeist-Zähne, die brauchen wir. Für irgendeine Waffe, für irgendein Dings habe ich die gebraucht. Für irgendeine Waffe oder für irgendwas. Ne, ich glaube, upgraden. Klamotte. Wollte welche Pracht kriegen oder so. Ist der Talos? So, wie sieht's aus bei dir? Hast du einen Weg? Ja. Mhm. Ab durch den Wald. Da unten ist die Straße. Da links ist ein Troll. Ja. Das ist kein Riese. Nee, nee, muss man nicht. Wenn ich jeden Troll mitnehme jetzt hier. Hm? Glaubst du? Nee, siehst du das? Oh, da Mammut. Sind doch die Mammuts. Oh shit. Aber gut, jetzt sind wir ja mal mindestens 250 Folgen weiter, wo wir das letzte Mal so viel angegriffen haben. Da sind wir ganz schön rumgeeiert, ihr weißt noch? Hm. Aber das ist schon, was weiß ich, wie lange her? Ich habe heute aus den Folgendings gemacht, 247 sind wir jetzt aktuell. Das ist gar nicht mehr, den Mammut. Ist ja geil. Oh, Mammut ist tot. Aber ich sehe keinen Riesen. Sturmruhe entdeckt. Mammut, Schüssel. Natürlich Rüssel. Wir brauchen mal ein Licht. Da oben ist aber auch aus der Dings, ne? Müssen da hochgehen. Denke ich mal. Vielleicht sind die da oben. Ja. Hast du Questmarker drauf? Ja. Okay. Ich komm dir helfen. Schon tot. Er ist ja geil. Seele. Er hat eine Seele, ja. Achso, eine Riesenseele wahrscheinlich. Silberstiefel, ja. Geil. Whoa. Das Experte, das machst du. Julia ist unser Schlossknacker. Ich hab's nicht so mit Schlossknacken. Ich hab gleich 100. Aufregend. Geil. Kannst du dann direkt legendär machen, Schlossknacken. Ah, hier ist so ja, Mammutmilch hier. Riesenkäse. Mmh. Mmh. Oh, wo sie die Milch dafür haben, die Mammut, die Dings, die Riesen. Ich will es gar nicht wissen. Vielleicht gibt es Riesenfrauen. Mit Riesen.
Käse lagern. Nee. Du erst noch. Ja, was denn? Die Riesenkäse? Was, muss ja dann dementsprechend, ja, oder nicht? Also, wenn, weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Woraus macht man Käse? So. Nicht aus Tofu. So, jetzt musst du führen. Jetzt führe ich. Na, wieder runter zur Straße und dann ein kleines Stück der Straße folgen, Richtung Norden und dann rechts weg. Also so die Richtung, die ich gucke, genau. Denk mal da zu diesem Hain, oder? Ja. Zu dem Baum. Das müsste jetzt die Straße sein hier, oder? Ich muss schnell rennen, ich habe nicht so viel Ausdauer. Ah ja, stimmt. Wir müssen ganz langsam laufen, wegen Juli, ja. Siehst du, Ayla findet es wunderbar. Hm, okay. Naja, es ist halt der andere Skillung, ne? Julia ist mehr so auf Einhand und Zaubern gegangen, also eine Hand Zaubern, eine Hand Waffe. Das funktioniert, das machen ganz viele so, habe ich gesehen. Und ich bin jetzt mehr so in Richtung Zweihand gegangen. Das ist schwere Rüstung, Zweihand, kein Zauber, ich benutze fast überhaupt gar keine Zauber. Nur mal Kerzenschein, wegen Licht. Da laufen welche. Manchmal kriegst du eine Quest von denen, warte, ich will mal mit denen sprechen. Hallo. Arduin. Ihr braucht etwas? Hallo. Wir reisen zum Schrein von Kynaret in Weißlauf. Ich habe gehört, der Güldengrünbaum sei schöner denn je, seit er wiederhergestellt wurde. Ja, weißt du, wer ihn wiederhergestellt hat? Die Frucht ist, füge seinem Leben mehrere Jahre hinzu. Das kann passieren. Und dann, geh mal Früchtchen. Eine kannst du heiraten, eine Art, ich weiß nicht, so Arwen oder Arwen, ich weiß nicht. Da gab es mehrere Namen. So, jetzt müssen wir wieder zurück, die Straße ein bisschen. Und dann links abbiegen. Da hoch, oder? Hier ist doch schon der Baum. Auf dem Kompass. Ja, der Baum, genau, da muss man hin. Oh. Ein Bär. Und Zweigling. Ein Zweigling, das fehlt. Das erinnert mich an den goldenen grünen Bäumen, da waren auch so viele Zweiglinge. Der hier? Ist ja komplett verbuggt, der Bär hier bei mir. Ja, bei mir auch. Aber jetzt nicht mehr. Schleierhain entdeckt. Dann nimm mit. Wo ist Ayla? Da. Die Jägerin, so richtig viel Jägern tut die nicht. Na, die geht halt weg und schießt mit Pfeil und Bogen. Pfeil und Bogen, ja. Finde ich aber gar nicht so schlecht. Also ich brauche Fernkämpfer. Obwohl, ich bin neulich mal mit Mehlen rumgelaufen aus Riften. Die ist auch ein Fernkämpfer. Die ist ein Nahkämpfer auch. Hm. Das hat auch funktioniert. Eistroll, Stufe 22. Oh, wo? In den Balken? Schon. Mal sehen, was ihr drauf habt. Wo schießt die hin? Ich glaube, die erschießt den Baum hier. Finde ich gut. Ich habe auch einen roten Punkt, aber ich sehe nichts. Bei mir ist das scheinbar also ein Hain. Wir müssen irgendwo reingehen. So deucht's mir. Sicher, weil das Mammutlager. Ja, ja, ist, nee, das ist hier. Du musst Schleier, das ist, das ist eine Höhle. Wo die Markierung drauf ist. Okay. Siehst du Ayla? Ne, ich hab. Ja, die steht hier. Na, komm her, genau. Ich hab gerade den Troll getötet. Da ist eine Spinne da hinten in die Richtung. Oh, egal. Ja, ein Kerzenschein. Ein bisschen heller wird. Ach, da ist eine Spinne. Komm her, Spinni. Lass dich töten. Okay, ich siehst, weißt du, wo ich reingehe, wenn ich jetzt hier reingehe? Nee, ne? Nö. Veränderung verbessert. Komm. Also die eine Spinne da. Das ist angelockt.
Nee, ist bei mir lebt sie noch. Hey, ich hab sie getötet. Aber die greift gerade Ayela an. Ja, irgendwas unsynchron, wahrscheinlich war es zu weit weg. Hm. Hier ist die Höhle bei mir. Hm. Und da gehe ich geh rein. Ich sag dir Bescheid, wenn ich drin bin, dann kannst du nachgucken. Bin drin. Ist noch Bären? Ja. Wow, dreckiger Zweigling. Oh, vor allem kann er sich. Was der hier für Gückchen machen kann. Der konnte sich ja hier zerlegen in kleine Fliegen. Echt, das habe ich nicht gesehen. Oh, ich habe hier eine Truhe. Warte mal, da war irgendwas drinne. Das ist rausgenommen. Was war denn da drinne? Ich weiß nicht, ob mein Questmarker war da drauf. Hä? Du sollst doch einen Riesen töten, dachte ich. Ja, aber der war da drauf, der Questmarker. Folgen wir irgendwie einer falschen, einer anderen Quest? Guck mal, ob du den Ring der Mixtur hast. Schleierhainhöhle, ja. Das war der Ring der... Du hast den Ring der Mixtur. Für die Dings, das rausgezappt. Ah, das war die andere Quest. Hm. Ja, kannst du den wieder reinpacken, den Ring, bitte? Ja, mal ja. Du kriegst entweder den Abschluss eh oder du musst den eh nochmal neu machen. Für dich. Was drin? Ja. Aber abschließen soll er trotzdem nicht, ist ja lustig. Na egal, Ayela, kannst du mir mal den Zeug abnehmen, ja, sag mal. Ich bin noch da. Willst du auch was verkaufen? Soll ich mal den Schwarzmarkt holen? Nö, ich hab nichts. Das kann ich sehr gut gebrauchen. Okay. Mhm. Band der Ehe hat sie um. Oh. Was? Oh shit. Hast du dich gerade fallen lassen? Ich glaube, ich habe die gerade, ich habe mich gerade von der getrennt. Was? Ja. Kann das sein? Echt? Die hat dich eh nie geliebt, steht hier. Oh, du Scheiße. Gott, was hast du gemacht? Hast du ihr den Ring abgenommen oder was? Geht vor, nee. Ich halte hier Wache. Ja. Ah, da seid ihr ja. Aber die kann uns trotzdem mal folgen. Aber ist geht nicht schlimm. Voran. Dann können wir nachher dann unsere nächste Frau heiraten. Ich möchte gerne alle Frauen bei Skyrim heiraten. Das ist mein mein Ziel, bevor das Let's Play zu Ende ist. Wir haben gestern angefangen mit Ayela und heute müssen wir uns dann die nächste suchen. Wir fangen mit A oben an, obwohl Ayela schon ein ganz cool war. Kann ich euch helfen? Und ich habe eher einen externen Mod installiert, dass ich die wieder ich mich wieder scheiden lassen kann. Und das habe ich eben aus Versehen, ich wollte ja eigentlich Sachen geben, aber hier war das Ding schon wieder verrutscht. Und ich habe geklickt und hab's damit bestätigt. Aber ich habe das nicht gesehen. Oh, aber ist nicht schlimm. Ich wollte es ja eh machen, von daher. Dann schicke ich die jetzt auch. Obwohl, wir können sie noch ein bisschen mitnehmen. Euch. Ja, jetzt ist es wieder total förmlich, ne? Nach euch. Ihr habt viele Dinge, die ich hab euch eh nie geliebt. Ich okay. Kann es kaum erwarten. So, dann holen wir doch schnell den Schwarzmarkt, verkaufen den ein bisschen Schrott. ...1600 hat er. Schwert, Streitkolben, irgendwas. Elfenstreitkolben der Schneestürme, 25 Frostschaden. Kann das mal alles weg, der Blödsinn. Ebenerzschwert des Infernos. Da hast du auch kein Interesse dran, oder? Das ist ein Einhandschwert. Nö. Okay, weiter. Ich hab kein Schwert, ich hab Streitkolben. Ach so. Isolierter Drachenplattenpanzer. 900 ist er wert. Die Kohle hat er gar nicht mehr. Warte mal, noch ausgerüstet. Den Rucksack könnte ich noch. Den brauche ich nicht. Lederarmschiene kann auch weg. Oh, schade, jetzt habe ich mich von der getrennt. Wollte ja ein paar Tage, wollte ich die eigentlich schon rumschleifen. Was soll's?
Wir behalten mal zwei von den Mönchstiefeln. Mönchstiefeln. Und hier auch behalten wir mal zwei von den Roben. Wäre auch nur für die Kiste zu Hause. Silberstiefel, schwer, die behalte ich auch mal. Ich glaube, die kann ich benutzen. Die war ich eh gerade am Herstellen. Die Silberrüstung, das ist die beste irgendwie. Und Julia sieht meine Rüstung eh nicht, aber das ist ja nicht so schlimm. Wie ich die es sieht liebe, oder nicht. Mich mit den Sterblichen zu befassen. So. Dann haben wir den Ring jetzt, aber der hat die Quest trotzdem nicht abgeschlossen, so wie es aussieht. Ich muss mal kurz gucken. Vielleicht wird es abgeschlossen, wenn das ihr gibst. Ja. Der Questmarker ist auch raus, also von daher. Ja. Ist ja nicht zu einer Quest geworden, also egal. Wir. Aber den Riese habe ich auch nicht mehr jetzt. Ach hier, tötet den Riese, alles klar. Die war gar nicht aktiviert, die Quest. Rotfahrtpass. Wir sind quasi eh grundsätzlich schon mal hier falsch. Das ist natürlich lustig. Das ist wieder so Standard Skyrim. Das ist wieder so Skyrim-Müll. Standard-Müll. Das ist, wenn du irgendeine Quest annimmst, dann wird immer die wieder aktiviert. Und die alte nicht mehr dann. Komm mit. Ja, wir gehen. Okay, da haben wir den Ring aber schon mal geholt. Wollte ich eben machen. Bist du raus? Ja, ich bin raus. Kannst rauskommen. So, und mein markierter Ort ist Dämmerstern, aber das ist der falsche. Meins ist hier am Rotpfostenpass. Das ist kurz vor Dämmerstern. Da habe ich auch keinen Schnellreisepunkt hin. Wir sind jetzt hier. Ja, wir brauchen nur die Straße runtergehen, soweit ist das nicht. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich mache eine Schnellreise nach Dunstadt. Von da aus laufen wir dann den restlichen Weg. Ich sagte Bescheid, wenn ich angekommen bin. Dunstadt sollte man bei Gelegenheit auch mal säubern, wenn das hier unser ständiger Hauptreisepunkt ist. Ja, Mann. Keine Ahnung. Ich warte mal auf Questen bei sowas, weil die meisten Sistern gehen aber dahin. Machen wir das. Wenn du da hinkommst und da liegt auch alles tot rum, ist irgendwie scheiße. So, ich bin da, kannst herreisen. Und auf dem Weg jetzt nach... Wie, du hast mich nie geliebt? Gehen wir. Das hast du jetzt verkackt. Ja, Mann. Komm, Julia, wir gehen. Naja, es war eben, weil die mit A anfängt. War ein bisschen blöd, aber das ist unser Ziel, wenn wir alle Frauen heiraten. Sag nicht immer unser. Mein Ziel ist das nicht. Ich bleib bei meiner Isolda. Achso, ja, ja, gut. Obwohl, ich könnte es ja mal mit einem Mann versuchen. Ja, ja. Jetzt mit der Mod, wenn du die Mod drauf hast. Ich hab sie nicht. Okay. Ein Spinni. Möchte ich dir noch schicken, das ist nicht. Das ist nicht groß. Man gibt da. Das sind eigentlich nur vier Befehle. Du kannst also eine Bat-Datei schreiben. Und dann brauchst du so einen Comment eingeben. Das geht auch. Das sind nur vier Befehle. Da wird dann nichts zurückgesetzt und dann die Reputation. Mehr ist das nicht. Hier sind Dämmerwächter. Wandelt allzeit im Licht, oder wir werden euch hineinziehen. Mhm. Okay. Möge Stenders Gnade mit euch sein, denn die Wächter kennen kein Erbarmen. Okay. Okay. Stender. Möge Stenders. Ah ja, gut. Ist egal, was mein Hirn draus macht. Stender. Stender. Das gehört zur dunklen Bruderschaft. Das denke ich mal, wenn wir dann als nächstes anfangen. Ob wir das heute noch schaffen, weiß ich nicht. Aber das wird wahrscheinlich der nächste Weg sein. Die dunkle Bruderschaft, die hat unglaublich viele Questen. Finde ich. So, wir hier haben ist ja auch es. Noch so viele offene Quests. Ja, genau, deswegen. Muss mal ein bisschen abschließen, ja. So, ich gehe auf den Riesen. Ein Mammut. Der arme Riese. So, ja, das finde ich auch eklig. Die haben ja nie irgendwas getan, gell? Jetzt geht's zum Jahr, ich habe den Riesen getötet und der Jahr, ja, alles klar, supi, da wirst du jetzt hier, was weiß ich, König von Land unter dem Berg.
Ihm den kleinen Sohn. Hat er keine Schatztruhe? Was für ein dreckiger Riese und keinen Riesenkäse? Und frischen Riesenkäse. Was habe ich keine Frau mehr, die mir was kocht? So ein Scheiß, ey. Das fand ich gut eigentlich. Ich habe schon mehrere Mahlzeiten gekriegt. Der hat nur ein Mammut, keine Schatzkiste oder Armung. Jetzt haben wir ihn dann einfach tot gemacht. Selbstgekochte Mahlzeit. Gesteigerte Regeneration. Gesteigerte Regeneration von allem. Wie geil ist das denn? Wie lange hält das an? Magie? Ich gar nicht. Okay, dann gar keinen Eintrag dazu. Beim Essen. Hast du gut gekocht trotzdem. Aber wenn wir jetzt nicht mehr zusammen sind. Du hast einen anderen, ich weiß es genau. Komm, wir gehen. So, habe ich beide Questmarker, habe ich jetzt natürlich in die Stadt. Aua. Ich bin den Hund in den Arsch gebissen, was ist das für ein Dreck? Das ist mein Kind. Warum? Mach das Scheiß Vieh weg, da hat mein Kind gejagt. Ich hab ihn tot gemacht. Hm? Hier ist dein Kind. Achso, das gehört zu Dämmerstern, nicht dein. Doch, bei mir steht alles an Dovahkiir. Achso, Dovahkiir, wenn du aber hier musst, dann das stehen, genau. No. Das ist der, den ich vorhin adoptiert habe, aber wenn ich ihn frage, steht immer noch da, ich könnte dich adoptieren, wenn du willst. Aber gleichzeitig auch geh nach Hause alle sein. Sehr lustig. Hast du den im Together adoptiert? Ja. Das müssen wir, glaube ich, doch mal, glaube ich, nicht machen. Aber steht ja Dovahkiir dahinter. Bei dem anderen Kind hat es auch funktioniert. Ja, aber ich kann es nicht mehr adoptieren jetzt. Das ist das Problem. Ja, du kannst es ja sicherlich adoptieren, wenn ich nicht dabei bin. Ich probier's dann nochmal, ja. Wenn nicht, kann man da bestimmt irgendwas zurücksetzen. Müssen wir die Namen mal geben von denen, die du adoptiert hast. Dann kann ich die vielleicht mal operationsmäßig zurücksetzen. Ja, Dovahkiir muss dahinter stehen. Aber bei mir steht es nicht dahinter, wie gesagt. Aber ist ja nicht schlimm. Deswegen nicht. Wir haben ja schon zwei adoptiert, also wir wissen, wie es funktioniert. Wir müssen jetzt nicht alle Kinder adoptieren auf der Welt. Wir haben eine Mod drauf, dass wir halt 6 Stück adoptieren können insgesamt. Und ich weiß, dass bei Einsamkeit unten bei den Ställen ist auch noch so einer. Und der hat auch so ein Gespräch, aber ich kann ihn nicht adoptieren. Aber ich habe da auf jeden Fall das Gefühl, dass der die Option hätte. Haben sollen. Ah ja, den habe ich ja auch adoptiert. Siehst du, das meine ich. Wenn du einen adoptierst, scheint das bei mir dann zu blockieren, aus irgendeinem Grund. Das ist ja blöd. Ah, da gibt's, weil es ist, ja, da gibt's bestimmt aber irgendwas. Das läuft dann nach Hause, hast du ihn heimgeschickt? Nö. Hast du denn überhaupt eine Bude? Wo hast du, den hingeschickt? Hier ist doch gar keine Bude in dem Falkenring, wo wir wohnen. Falkenring. Der muss jetzt einmal komplett durch ganz Himmelsrand laufen, der arme Junge. Im Dunkeln, ja, echt? Er gehört doch zu diesen Akademie-Magiern, aber er hat ein Messer in der Hand. Ich habe ja gehört, dass sich die Lage dort wieder beruhigt haben soll. Ja, die Lage hat sich beruhigt in der Akademie. Wir bekommen, geil. Ja, die will nicht mehr mit mir reden. Weiß ich. Aha. Ja. Ich schick die ja gleich. Schick die dann gleich weg. Könntet ihr nicht vielleicht mein Schwert verzaubern? Mit der stumpfen alten Klinge kann man nicht mal mehr Butter schneiden. Ja, kann dir auch einfach geschmolzene Butter bringen, dann brauchst du es nicht schneiden. Wäre viel schlauer, als ein Schwert zu schärfen. Schade, dass man denen nicht helfen kann. Würde ich bei Skyrim sogar noch einsehen, dass du denen dann helfen kannst. Ja, kannst du nicht mein Schwert verzaubern? Ja klar, gib her. Das wäre cool. Oder ja, er pennt, so wie es aussieht. Aber wir haben einfach mal aus dem Bett dämmeln, ja. Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht. Geil, danke. Das ist sehr freudig von dir. Was für ein Arschloch. Ich muss kurz einen Clip machen. Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht. Die Sturmmäntel sind dazu bestimmt, diesen Kampf zu gewinnen. Talon, ja. Dämmerstern war in der Vergangenheit schon oft der Schauplatz von Schlachten. So, hier, Riese, Rotpfostenpass. Eine Belohnung eures Jarl. Oh, geil. 1500 Gold. Kehre zum Skalde, dem Älteren, zurück.
Braucht ihr noch etwas, mein Jarl? An meinem Hof wäre noch Platz für einen neuen Tarne. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel, aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemandem wie euch nutzen könnten. Ja. Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der in meinem Fürstentum bekannt ist. Das können wir ja schon. Wenn ihr meinen Leuten helft, mache ich euch zum Tarne. Ah, zum Tarne. Ich wollte immer Tarne werden von irgendeinem kleinen Kuhkaff von hier mit den drei Häusern. Es wäre mir eine Ehre, natürlich. Glück. Also ich kann jetzt direkt schon sagen, hilft den Einwohnern, hilft den... Wie bitte? Ich hab gleich noch ein Grundstück gekauft. Jo. Jo, ihr Grundstück? Ja, das ist es. Es liegt im Süden von Pale, nahe der Grenze zu Weißlauf. Ja, ihr habt dort allen Platz der Welt, um euer eigenes Haus zu bauen. Oh, Alter. Facts. Okay, 5000 Goldstücke, ja gut, wunderbar. Ist egal. Ich werde besser schlafen. Großgrundbesitzer, kaufe 3 Grundstücke. Hier ist der Titel für euer Gehöft. Ich gehe schon mal folgt raus einfach und gehe in Straße den südlich von Dämmerstern an Festung Dunst. Ich gehe, ne? Und dann weiter nach Süden. Weil ich brauche noch eins. Das Land ist nahe der Kluft der Kolosse, direkt an der Grenze zu Weißlauf. Das mit dem Ring sicherlich. Ihr befindet euch dort fast in Sichtweite des Loreus-Hofes. Loreus-Hof habe ich schon mal gehört. Okay. Ich könnte jetzt Tarne werden, aber ich lasse es mal sein, bis Julia soweit ist. Ja. Nicht, dass es da Verschwurbelungen gibt. Verschwurbelungen sind scheiße. Ich gehe mal auf L. Oh, dann gucken wir mal, wo die Hütte ist. Neben Sturmruhe. Gut, dass wir den Riesen dort weggemacht haben. Ich hätte ungern neben dem Riesen wohnen wollen. Okay, Sturmruhe. Haus. Ah, da, Haus. Hiller. Arsch. Hilli-Arsch. Genau. Was ist das? Loriushof, da ist Loriushof. Und hier ist Tundragut. Ach, kurz, guck mal, das ist überall vom Tundrahof. Ist gar nicht so weit weg von Weißlauf, ist ja krass. Na, wir haben überall Häuser dann hier, Mann. Ja. An der Grenze zu Weißlauf. Sehr gut. Finde ich nice. Nice. Wir haben dann in jeder Stadt ist irgendein Dings. Und dann sind irgendwelche Kinder irgendwo, 6 Stück in der Zahl. Und in jedem Stadt haben wir irgendwie irgendwelche Frauen und Männer, die da in unseren Häusern wohnen. Schon ein bisschen seltsam. Echt aber weit weg, ne, von dem Dings. Von Dämmerstern. Wie spät ist denn Endgame? Ach so, es ist aber 5:02 Uhr, es ist gleich. Ist gleich Tag, ja. Schick mal Ayela jetzt nach Hause. So, Ayela. Unsere Wege trennen sich hier. Ich gehe dann mal nach Hause. Also ich glaube, ich habe jetzt 11 Häuser. Ja, ja. Denke auch. Einige. Schön euch zu sehen, geliebter Schatz. Oh. Da habe aber jetzt was verwirrt. Ja, jetzt aber mein verwirrt. Herz. Warte mal, geschenktes Bässchenblut. Ich möchte umziehen, habe ich auch noch. Aber der Laden ist weg. Das ist aber komisch. Ich werde hier sein, mein Herz. Da muss ich da direkt nochmal probieren. Achso, das kann natürlich sein. Tut jetzt so, als ob sie die Trennung nicht mitbekommen hätte. Ich hab's jetzt heimgeschickt. Wenn ich jetzt nach Hause komme und die ist wieder in Weißlauf, dann haben wir ein Problem. Dann müssen wir nämlich dann manuell uns scheiden. Von dem jeweiligen NPC. Hört, scheide, ihr sagt. Und, ja, da müssen wir mal sehen, wie das wird. Ich möchte gerne wirklich alle Frauen in den Himmelsrand heiraten. Alle. Also alle weibliche NPCs will ich heiraten. Wir machen so eine extra Mod drauf. Das sind dann so 1800 NPCs. Wir brauchen dann ungefähr 7000 Folgen dafür. Für nichts. Es gibt eine Mod, da kannst du die Schöne heiraten, oben in Einsamkeit. Aber das ist halt, da verbiegst du halt die ganze Quest, die ganze Geschichte, ne? Weil du bist ja dann auf einmal ja der Mann. Und der Mann ist ja eigentlich da Großkönig gewesen, oder was? Ich glaube, da wird es schwierig. Der ist ja Ulfric, hat den ja auch getötet. Und wenn ich ja jetzt auf jemanden... Ja, die wird jetzt gehen. Ich habe sie heimgeschickt. Die war nochmal am Hafen. Genau. Und wenn die daheim ist, dann werde ich dann mal gucken, dass wir... dass die mal... noch zu Hause ist, oder wo. Ich hoffe, das klappt. Wo ist denn die? Ist die noch da?
Die kam mir gerade hier auf dem Weg vom Wasser hoch entgegen. Kann ich dort? Vielleicht drücke ich nochmal einfach hier wegen Scheidung. Ich hatte das nicht richtig kapiert vorhin. Was war aus Versehen? Und da kommt sie. Hey, ja, Ayela. Okay, something is not working between us. I want to divorce. That are you going? Bla bla. Alter, are you going to adopt me? Like an old rag? Also ich will dich nicht wegwerfen wie alte Laken. Es könnte passieren, dass du in irgendeiner Höhle stirbst. Das steht hier. Das ist aber nicht so schön. Ihr habt bereits einen Auftrag erhalten. Kümmert euch um diesen. Hä? Welchen denn? Ihr habt bereits einen Auftrag erhalten. Kümmert euch um diesen. Ihr habt bereits einen Auftrag erhalten. Okay, jetzt geht's nicht mehr. Kümmert euch um diesen. Jetzt habe ich auch gar nichts mehr hier. Also an. Ich werde hier sein, mein Herz. Seid mal vorsichtig. Gut, Ich werde hier nicht sein, mein Herz. Ja, wahrscheinlich müssen wir es mit dem Befehl machen, was ich erzählt habe. Man kann so eine Bat-Datei mit so einem Skript schreiben. Und dann brauchst du dann nur den NPC angucken und dann einen Befehl eingeben. Und dann ist das sehr basiert wie jetzt. Nur scheinbar scheint die Motze nicht funktionieren, leider. Okay, es wird hell draußen. Wir können, glaube ich, mal zum Lädchen gehen. So, bist du da? Ja. Aber das zählt für dich. Hast du dir diesen... Nee, ist noch nicht. Ist noch zugeschlossen. Willst du den Ring mal schnell spawnen? Aus Sicherheitsgründen? Für mich nicht zählen, denke ich. Ich denke es auch nicht. Die haben bisher nie gezählt, diese kleinen. Ja, deswegen. Da heißt auf jeden Fall Ring der reinen Mixturen. Ich würde den einfach jetzt hier Help reinschreiben. Help. Ring oder nur Mixturen? Mixturen. Haben. Und 0. Ring, ja, genau den. Den werde ich mir einfach mal spawnen jetzt. Nur, dass du den auch hast. Du hast die Quest wahrscheinlich auch gar nicht angenommen, nehme ich an. Nee, ich hab die Quest nicht. Vielleicht gehst du jetzt mal zuerst rein. Ist noch zu. Noch nicht da. Gut, aber wenn ich den hab, kann ich vielleicht dann gleich sagen, hier ist dein Ring, wenn sie mir die Quest gibt. Wahrscheinlich, ja. Das ist nur so eine Abgabequest. Vielleicht muss man jemand anderes suchen, dem wir helfen können. Ich denke mal, man kann mehreren noch helfen hier. Weil die zwei Minenbesitzer, die scheinen auch irgendwie verkracht zu sein. Vielleicht kann man den irgendwie beschwichtigen. Die scheinen auch Eheleute zu sein, wenn ich es richtig verstanden habe. Kann man vielleicht da auch was machen? Nebenquesten waren es ein paar, weil ich weiß. Die Eisenbrechermine ist dreimal so viel wert wie die Quecksilbermine. Und so ein Ding. Dummer Besitzer. Buch. Sheet. Dingsbums. Blatt. Zettel. Sheet, Blatt, Zettel, okay. Na, hier in dem Log. Okay. Hab ich zumindest nicht gefunden. Welcher? Pale ist ein Brenner. Pale? Achso, das ist. Manche haben mehrere drin. Namen. Ja, Dämmerstern ist auch nicht drin. Es kann sein, dass ich das noch nicht eingetragen hatte. Ja. Die habe ich ja selber recherchiert, die ganzen Questen. Also kann sein, dass ich es noch nicht gemacht habe. Okay, Mörser und Stößel. Wir müssen dann auch mal ein bisschen leveln, ne, glaube ich, wie das aussieht.
So, aber ob wir den Ring noch abgeben können, das sehen wir leider aus der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in Sofengorde.